Der blaue Igel flitzt wieder über die große Leinwand. 2 Jahre nachdem die Fortsetzung Sonic 2 weltweit über 400 Millionen Dollar eingespielt hat, kehrt das Trio Sonic, Tails und Knuckles zurück. In Sonic the Hedgehog 3 bekommen sie es mit einem ganz besonderen Gegner zu tun, auf den Fans der Videospiele schon sehnsüchtig gewartet haben. In diesem Original erfahrt ihr alle aktuellen Infos zur Story, dem Cast und der Produktion von Sonic 3. Über mögliche Handlungsstränge des neuen Films wurde unter Fans im Vorfeld wild spekuliert. Bereits kurz nach der Bekanntgabe der Fortsetzung geisterten etliche Theorien durchs Netz, so zum Beispiel um einen Auftritt von Metal Sonic, welcher von Dr. Robotnik entwickelt wurde, um Sonics Kräfte in einen Roboter zu übertragen. Metal Sonic gilt als einer der stärksten Gegner des Blauen Igels und verfolgt ein klares Ziel: die Zerstörung seines lebendigen Gegenstücks. Auch könnte das aus den Games bekannte Konzept von Super Sonic eine größere Rolle spielen. Immerhin nutzte er am Ende von Teil 2 bereits die Chaos Emeralds, um besondere Kräfte zu erlangen. Worum es in dem dritten Abenteuer aber am wahrscheinlichsten gehen wird, verrät uns die Mid-Credits-Szene des Vorgängers. In dieser wird der neue Antagonist für Teil 3 enthüllt, nämlich Shadow the Hedgehog. Die Figur wurde erstmals in dem Videospiel Sonic Adventure 2 vorgestellt und gilt als Anti-Held, welcher von Dr. Robotniks Großvater erschaffen wurde. Die Figur entsprang dem Projekt Shadow, das etwa 50 Jahre vor den Geschehnissen in Sonic 2 durchgeführt wurde. Es handelt sich dabei um ein Forschungsprojekt der United Federation, die an die heutigen USA angelehnt wurde und das Heimatland der Militärorganisation GUN ist. Das Endprodukt dieses Experiments sind 2 Kreaturen, die nahezu unsterblich sind: Biolizards und Shadow the Hedgehog. Nach der Erschaffung von Shadow wurde das Projekt jedoch aufgrund seiner Gefährlichkeit eingestampft. Maria Robotnik wurde beim Versuch, Shadow zu befreien, von einem Gun-Soldaten erschossen, was ihren Großvater wiederum zum Bösewicht machte, der aus Rache die Welt vernichten wollte. Für den Film Sonic 3 könnte das bedeuten, dass wir es zumindest in Rückblenden mit Robotniks Großvater und dessen Enkelin Maria zu tun bekommen. Letztere ist übrigens eine der wenigen Menschen, denen Shadow nicht feindlich gesinnt ist. Shadow weist äußerlich große Ähnlichkeiten zu Sonic auf und gilt als einer seiner größten Rivalen. Obwohl er oftmals eine arrogante Haltung an den Tag legt, gilt er gleichzeitig auch als einer der tiefgreifendsten Charaktere des Sonic-Universums, wobei er seine verletzliche Seite nur wenigen offenbart. Autor Patrick Casey, der die Drehbücher für die ersten beiden Filme verfasste, beschrieb Shadow als würdigen Gegner für Sonic. Er sei getrieben von Zorn und Rache und deshalb nicht einfach nur fehlgeleitet, so wie es Knuckles einst war. Umso schwerer könnte es für Sonic in Teil 3 werden, Shadow von seinen Plänen abzubringen. Mit dem Auftritt von Shadow wird auch die Vorstellung von Rouge the Bat wahrscheinlich. Sie ist eine Schatzjägerin und Spionin für GUN, die häufig mit Shadow zusammenarbeitet. Vor allem Knuckles ist oftmals das Ziel ihrer Aufmerksamkeit. Sie scheint die Streitigkeiten mit ihm zu genießen, hat es gleichzeitig aber auch auf seinen Master Emerald abgesehen. Sie setzt gerne ihre weiblichen Reize ein und könnte eine spannende Begleitung für Bösewicht Shadow in Sonic 3 darstellen. Neben den neuen Gegnern könnten wir auch den Auftritt von Amy Rose erleben. Amy ist jedoch kein Feind des Helden, sondern ein aufgewecktes und fröhliches Igelmädchen, das sich in Sonic verliebt. Erste Hinweise auf ihren Auftritt in Sonic 3 gab es bei einer Fragerunde mit den Drehbuchautoren Patrick Casey und Josh Miller. Die beiden antworteten dort auf die Frage, ob Amy möglicherweise im dritten Teil auftauchen wird, zumindest nicht mit einem Nein. Stattdessen gaben sie einen sehr offenen Hinweis darauf, dass ihr Auftritt in Arbeit sei. Verständlich, dass die beiden einige Wochen nach dem Release von Sonic 2 noch nicht viel verraten konnten. Ihr Auftritt würde auf jeden Fall gut in die Fortsetzung passen, damit es neben neuen Antagonisten auch einen weiteren Verbündeten für den Helden gibt. Gerade die Dynamik zwischen ihr und ihrem Schwarm Sonic dürfte für einige spaßige Momente sorgen. Auch wenn sie manchmal ziemliche Stimmungsschwankungen hat und regelrecht besessen von ihrer großen Liebe ist, würde sie das bisherige Trio im Kampf gegen Shadow und Co. sicherlich tatkräftig unterstützen. Trotz ihres oft unschuldigen Wesens ist sie eine mächtige Verbündete, die ihren Freunden durchaus das Wasser reichen kann. Zu ihrer Lieblingswaffe zählt der Pico-Pico-Hammer, den Amy zur Selbstverteidigung nutzt und der im gleichen Maße anwächst, desto wütender sie wird. Im Original wird Ben Schwartz den Blauen Igel erneut seine Stimme leihen. Ebenfalls werden Idris Elba und Colleen O'Shaughnessy in ihren Rollen Knuckles und Tails zurückkehren. Vermutlich wird Sonic im Deutschen erneut von YouTuber Julian Bam gesprochen, auch wenn bereits seit dem ersten Teil kritisiert wird, dass hier ein prominenter Name einen professionellen Sprecher vorgezogen wurde.
Auf der menschlichen Seite werden James Marsden als Tom und Tika Sumter als seine Frau Maddie erneut dabei sein. Ebenso deren liebenswerte Schwester Rachel, gespielt von Natasha Rothwell. Wie es um den von Jim Carrey verkörperten Dr. Robotnik steht, bleibt ungewiss. Carrey verkündete 2022 in einem Interview, dass er sich nach Sonic 2 endgültig von der Schauspielerei verabschieden wolle. Einige Stimmen hoffen, er würde vielleicht doch noch einen dritten Teil in Angriff nehmen, doch die Hoffnung ist eher gering. Mit Shadow als neuen Antagonisten aus der Vergangenheit könnte man tatsächlich einigermaßen elegant auf Dr. Robotnik selbst verzichten. Immerhin bezieht sich Shadows Geschichte eher auf die Familie von Jim Carreys Rolle. Möglicherweise lässt sich der 61-jährige Darsteller ja zu einem kleinen Cameo hinreißen, mit einem größeren Auftritt ist allerdings nicht zu rechnen. Die beiden Produzenten der Reihe, Toby Asher und Neil Moritz, bekräftigten bereits, dass man die Figur unter gar keinen Umständen ersetzen wolle. Das wäre nicht nur respektlos gegenüber Carrey, sondern würde auch einen gewaltigen Shitstorm nach sich ziehen, den man unter allen Umständen verhindern wolle. Wir alle erinnern uns an das Debakel beim ersten Trailer zu Teil 1, bei dem der Look der Hauptfigur für Entsetzen und jede Menge Spott im Internet sorgte. Da sich Sonic 3 laut den Produzenten mehr auf die CGI-Charaktere fokussieren soll, werden die menschlichen Parts vermutlich ohnehin eine eher untergeordnete Rolle spielen. Ein weiterer Punkt, der gegen eine Rückkehr von Dr. Robotnik spricht. Die Dreharbeiten zu Sonic 3 sind seit September 2023 im vollen Gange. Im Gegensatz zu vielen anderen Produktionen wurde an dem Film auch während des Streiks der Schauspieler in Hollywood weitergearbeitet. Das Team filmte einfach zuerst jene Szenen, in denen vor allem CGI-Charaktere auftauchen werden, ohne Beteiligung der realen Darsteller. Der Drehort in London erwies sich dabei als äußerst vorteilhaft, da es in Großbritannien keine Streikpostenrichtlinien gibt, die eine Produktion ohne die Schauspieler verhinderten. Da der Streik inzwischen beendet ist, können auch die Dreharbeiten mit den Schauspielern lückenlos fortgesetzt werden. Sonic the Hedgehog 3 erscheint am 19. Dezember 2024 im Kino. Anders als die bisherigen Teile erwartet uns das neue Igel-Abenteuer also nicht im Frühjahr, sondern zur Vorweihnachtszeit. Der erste Sonic 3 Trailer wird deshalb wohl noch etwas auf sich warten lassen. In der Zwischenzeit gibt es jedoch eine weitere Sonic-Produktion, auf die sich die Fans freuen können. Neben Sonic 3 erwartet uns im nächsten Jahr die Spin-off-Serie Knuckles, für die Idris Elba in die Rolle der titelgebenden Figur zurückkehren wird. Sie soll auf dem hauseigenen Streamingdienst Paramount Plus ausgestrahlt werden. Ein genaues Erscheinungsdatum ist allerdings noch nicht bekannt, denn die Serie befindet sich aktuell noch in der Produktion. Dass die beliebte Rolle ihr eigenes Spin-off bekommt, ist wenig verwunderlich. Immerhin tauchte Knuckles bereits in ganzen 101 Videospielen auf. Auch die Beliebtheit der Figur Sonic scheint ungebrochen. Bereits vor den Kinofilmen von 2020 und 2022 gab es neben satten 396 Sonic-Games schon 5 animierte Serien. Sollten sich die beiden neuen Projekte erfolgreich zeigen, so denkt man laut Produzent Toby Asher bereits über ein ganzes Sonic Cinematic Universe nach, in dem weitere Filme und Serien folgen sollen. In einem Interview mit comicbook.com äußerte Regisseur Jeff Fowler zudem den Wunsch, einen Super Smash Bros. Film zu inszenieren, in dem die berühmtesten Figuren der Videospielgeschichte gegeneinander antreten sollen. Das war unser aktuelles Update zu Sonic 3. Was erwartet ihr euch vom dritten Teil? Gibt es Elemente aus den Games, die ihr bisher auf der Leinwand vermisst habt? Wir freuen uns auf eure Meinung in den Kommentaren und über einen Daumen nach oben, wenn euch unser Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!